Vor über einem Jahr habe ich euch die Grundlagen, wie ihr ein richtiger Saarländer werdet, schon beigebracht. Da ihr genug Zeit hattet zum Lernen, geht's heute ans Angemachte, denn heute gibt's Grundbaustein Sprache 2. Viel Spaß! Also, der saarländische Dialekt gehört nicht umsonst zu den schwierigsten in ganz Deutschland. Weil wenn sich zwei Menschen verabschieden, fallen in der Regel eigentlich Worte, die jedermann versteht, wie Tschüss oder Ciao. Das saarländische Allerdann mit diversen Zusätzen stoßen manchen Bundesländern schon auf Verwirrung und Unverständnis. Aber warum sagen die Saarländer denn eigentlich nicht einfach Tschüss? Nun, das liegt daran, dass es in der saarländischen Sprache kein Ü-Umlaut gibt. Klingt komisch, ist aber so. Dafür ein Giga... Nein, warte. Warum? Ja, erkläre ich jetzt. Okay. Verpiss dich mal. Ich meine, es ist ja nicht so, als gäbe es tausende Worte, wo der Umlaut Ü drin vorhanden ist, oder? Füllen wir der saarländischen Sprache mal ein bisschen auf den Zahn, was den Buchstaben Ü betrifft. Und schon sehen wir, dass der Saarländer wirklich immer einen Weg findet, dieses Ü zu umgehen. In der saarländischen Sprache gibt es mehrere Phonetikregeln, die bestimmen, wie das Ü ausgesprochen wird. Kommen wir zu Regel 1. In den meisten Fällen wird der Umlaut Ü durch den in der saarländischen Sprache ohnehin schon oft genutzten Buchstaben I ersetzt. Diese Regel ist in der Praxis ziemlich schnell anzuwenden. Hierzu vergleichen wir Hochdeutschwörter mit Ü und saarländische Wörter mit Ü. Drücken wir etwas weg, dann nennen wir das hier im Saarland Tricke. Im Sommer merkt man das ziemlich oft, aber hier nerven uns ganz viel Micke. Oh ja. Also das ist echt eine schöne Prick. Also, um in mein Haus ranzukommen, brauche ich einen Schlüssel. Bei der zweiten Regel haben vor allem Menschen ohne Dialekt ihre Probleme. Sagt man nämlich im Hochdeutsch ein Ü, so bedient man sich im Saarländischen an zwei Buchstaben. Man beginnt mit einem schrellen I und wechselt dann schleifend in ein E über. Boah, ist die Limo süß, ey. Boah, bin ich müde, ey. Die Couch ist schon gemütlich. Oh, so heute ist echt kiel. Regel 3. Die schwierigste und selten gebrauchte Regel wandelt den Umlaut Ü in wiederum zwei kombinierte Buchstaben um. In ein E und ein R. Wörter mit dieser Zusammensetzung sind außerhalb des Saarlandes kaum noch zu verstehen. Hierzu vergleichen wir Hochdeutschwörter mit Ü und saarländische Wörter mit ER. Wenn die Buchs rutscht, braucht man Gerdel. Oh Gott, ist das rutschig hier. Muss ich aufpassen, dass ich nicht sterze. Ist ein Wort mit dem Umlaut Ü auf keines dieser drei Regeln anzuwenden, so wird das Wort durch ein komplett neues einfach ersetzt. Saarländisch Lernende müssen hier ganz einfach Wörter pauken. Da hilft gar nichts. Hierzu vergleichen wir auch wieder Hochdeutschwörter mit Ü mit 9 frei ausgedachten saarländischen Wörtern. Immer wenn ich schlecht sitze, sagt meine Mutter, dass ich ein ganz krummer Buckel habe. Außerdem hat sie auch gesagt, dass es heute Abend Hingel zum Abendessen gibt. Sehr geil. Oder halt zu dem Tschüss, Allerdann. Na also, Allerdann. Ne, warte, das Video ist doch nicht ganz vorbei. Werden im Laufe des Gesprächs Söhne von Personen benannt, so redet man hier nicht von Sebastians ältestem Sohn, sondern im Sebastian sei Älster oder halt im Sebastian sei Jüngster, also sein jüngster Sohn. Redet man hier von der Tochter, und es ist nur eine Tochter, kann man von Sebastian sei Kleines ausgehen. Sind es allerdings mehrere, kann man sie hier auch wieder in zwei Kategorien einordnen, ist Jüngste und Älteste. Handelt es sich jedoch um die Frau oder die Freundin der Person, so redet man hier von im Sebastian seins. Das war's soweit von mir, mein Name ist Sebastian, hier könnt ihr abonnieren und wenn ihr noch ein weiteres Video von mir sehen wollt, dann klickt doch einfach hier und ich würde sagen, wir sehen uns. Oder Allerdann, ne?